Mehr Fremde. Oh, ich nutze nur feinste Wolle, Seide und Leder. Carne, carne fresca. Du kannst nach Hause gehen, kannst du? Ja, basta! Schande über dich! Sagt euch etwas, Freund. Schande, Renzi! Abstoßen, Xag! Gott verdamme deine Seele! Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Ey, bitte Ezio! Aufhören, was immer ich getan habe, Freunde, braucht ihr medizinische Hilfe? Begehrt. Ich habe es! Zurzeit haben wir eine besondere Kollektion und nur in dieser Woche biete ich... Mein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Buonasera. Donato, sie gewinnt! Ich gebe auf! Diese Schlampe! Ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib! Ich gehe heim! Lieber Gott, noch so einer aus dem Süden. Ey, Ezio! Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen.
wollt es! Ich habe es! Die aktuellsten Künstler aus Florenz, Venedig, Siena, Urbino etc. Ich habe all diese Orte bereist und die feinsten Werke für meine Freunde! Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines schon gut. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei.
Da sind wir. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? So, Ezio, was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo, ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Vi ringrazio, Madonna. Wie nett von euch. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Nerven.
Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner feinsten Säbel für seine Kavallerie. Komm, hab keine Angst. Ich will doch nur heilen. Zum Beginn der Abendprozession von Santa Croce entfernen. Und erlässt er dies, droht ihm eine Strafe. Attenzione, attenzione. Nur für das Haar, der große Schneider. Oh. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück! Erklärt euch! Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht.
für die Ladung bezahlt, die du nie geliefert hast. Oh, che accidenti t'hai preso! Was soll das? Pesce appena pescato, fresco di giornata! Verdura! Verdura appena colta! Vitello, maiale! Bringt das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich gut. Erwartung. Etwa 5 Minuten, schätze ich. Oh, grazie. Dio beato, wie bizarr. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Dieser Mann, wie schrecklich unkleidsam. Stati attenti! Noch ein Zöllner? Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz. Muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Für seine Genesung. Und für die Bestrafung des unwichtigen kleinen Dorfes, in dem er sich angesteckt hat. Ein Hinweis an alle fremden Händler in den Mauern. Oh, grazie. Die Stadt hat in ihrer Weisheit beschlossen, eine neue Steuer auf alle Exportwaren zu erheben, die von den großen Gilden ausgeführt werden. Stati attenti! Mehr
Vater? Federico! Oh! Cerezio, es tut mir so leid, so leid. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter... Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt Acht, Cerezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Zeuge. Dieser Mann ist ein hinterhältiger Lügner. Nasello Fresco! Vitello, maiale, tutto freschissimo! Sardine, 10-2 soldi! Oh! Bitte! Salute a voi! An alle Männer im wehrfähigen Alter! Die Stadtwache sucht neue Rekruten für Straßenpatrouillen und als Reservisten. Warum also mit gedungenen Söldnern dienen, wenn ihr auch dem Wohl der Republik dienen könnt? Cambio warnt ihre Mitglieder vor der Familie Bentivoglio aus Bologna. Erhebliche Rückstände bei einem unserer geschätzten Mitglieder führten zu dieser drakonischen Maßnahme, die bis zur vollständigen Bezahlung in Kraft bleiben wird. Ihr habt hier oben nichts zu suchen. Was zum Teufel macht ihr hier oben? Ezio! Vater! Was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annetta? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest.
Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Buonasera. Dass immer wieder junge Männer die Gebäude der Stadt zum Spaß erklimmen. Kommt, Freunde! Ich habe heute frisch gefallen. Ich weiß nicht, wer du bist oder wo du herkommst. Aber mach so weiter. Vielleicht und ich schlag ja noch dich eine zur Koje in der. Los, jetzt! Bis er sich eine Blöße gibt. Gib mich frei. Versager! Me che vergogna, me che vergogna! Eine Schande bist du! Geht weg von mir! Schande über dich! Nieder mit ihm! Was los? Guck dir den mal an! Cazzo! Heilige Maria, so etwas Unchristliches habe ich noch nie gesehen. Der Rat hat die Ausschreibung einer neuen Gemeindehalle in der Nähe der Santa Maria Novella. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Betet für seine Genesung und für die Bestrafung des unwichtigen kleinen Dorfes. State attenti! Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Thank you.
Ich muss das zu Signor Alberti bringen. Traditore! Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr also? Dass du stirbst. Nun, das wird nicht geschehen. Warum suchen wir keine andere Lösung? Gott, endlich seid ihr hier, Freund. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Seht nur, er wird sich den Hals brechen. Er ist wohl vom Affen gebissen worden. Ergreif den Bastard! Ich sehe ihn! Da! Man da widerstehen. Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch.
Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Beste Qualität, garantiert. Meine Preise reflektieren die exzellente Arbeit meiner Hand. Buongiorno. Kommt, lasst mich euch. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Ein Hinweis an alle fremden Händler in den Mauern unserer ruhmreichen Republik. Marcosa, was ist in ihn gefallen? Doch. An alle Mitglieder der Arte della Seta, hütet euch vor einer unreinen Erzlieferung des Händlers Fidelio. Einige Mitglieder konnten mit dem von ihm gelieferten Kupfererz nur minderwertige Bronze herstellen. Attenzione! Eine Kompanie Condottieri wird innerhalb der nächsten 14 Tage auf den Feldern nordwestlich der Stadt Stellung beziehen. Giovanni Auditore, ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter, Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden... Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Aber Tete! Lauf jetzt los, Junge! Und zwar schnell! Da ist er! Laju! Lass ihn nicht entkommen! Doch. Lass ihn nicht.
habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Servetio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Annetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Bedenkt auch, wenn ihr ein oder zwei mehr drückt. Guter Herr, vergebt meine Respektlosigkeit. Ich trete sofort zur Seite. Ammirate questi prosciutti!